Ja, hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir gleich. Leute, ja, heute bin ich wirklich total happy. Ich muss sagen, happy, happy. I'm happy. I'm very, very happy. But I will tell you why. Also, erstmal fangen wir hier an mit Mamas Almosche Geheimnisschatulle. Ja, Bullock, wollen wir nicht. Geht, zack. Wieder raus, zack. So, da unten der Rapper Klaus, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was mich so glücklich macht hier, aber ich zeige euch gleich was. Ich zeige euch gleich was und da muss ich jetzt wirklich, jetzt bin ich wirklich in Versuchung. Der Herr gleich ist in Versuchung. Ah, das wollte ich doch gar nicht, da wollte ich noch gar nicht rein. Hier, in Versuchung geraten, aber nicht wegen dem Rapper Klaus. Gucken wir uns mal den Rapper Klaus erstmal an, was der so kann. Der Rapper Klaus. Hier, Rapper Klaus, Trainer Jeff, Eugene Belcher, Roller Disco, Courtney, Earls Gitars und Klaus Heisler. Die Box ist nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich mega geil. Also insofern, was tun? Das jetzt nicht. Also nicht für mich. Die Box ist cool, aber müsst ihr euch selber überlegen, ob ihr die haben wollt. Hier natürlich auch Combo Masteries, Rapper Klaus, Death Metals, One Man Musical. Links sind Clarinets, wie ist es? Kiss and Clarinets, genau. Red Rodriguez, Toreal und Dream Guitar. Ziemlich coole Box eigentlich. Ja, hier natürlich die Valentine's Tire Box. Auch eigentlich nur derzeit interessant für diesen BGE. Ansonsten nicht so wirklich. Gucken wir uns mal die Combo Masteries an. Ja, sind ein paar coole Sachen dabei. Momentan meine absolute Favorites hier natürlich der SMN, S und M Peter und Roger Goes Down. Habe ich beide. Und natürlich mega geil hier Cupid Bobby. Auch mega geil. Also mit dem hier, mit dem rasierst du ja wirklich ohne Ende in diesem BGE. Schon cool. Ja, aber auch das ist nicht das, was mich jetzt umgehauen hat, sondern das da. Ich habe gelesen, Scottie Pippen, ja, bei uns in der Gilde gibt's einen Scottie Pippen. Ja, guckt doch jetzt mal gerade mit Sicherheit zu. Ay, servus. So, Scottie Pippen hat tatsächlich eine Mythic Hayley bekommen. Und da habe ich ja, what the fuck? Wenn er die Mythic Hayley hat, dann gibt's die mit Sicherheit im Shop. So, was mache ich? Geh rein, sehe Mythic Hayley Pack. So, und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt. Hier mein zweiter Account natürlich nicht. Ja, der hat nur 160 hier erreicht. Außerdem habe ich sowieso keine Gems mehr. Ist ja mein Mythic Zoidberg Pack Opening kläglichst gescheitert. Ich hab's nicht bekommen, verdammte Axt, ey. So kurz vorm Klo in die Hose geschissen, quasi. Aber mit meinem Erst-Account wollte ich ja eigentlich auch den Zoidberg haben. Es war so mal ursprünglich mein Gedanke gewesen. Hol dir den Zoidberg, ja. Deswegen habe ich ganz, ganz viele Gems schon gespart jetzt. Also ich habe jetzt über 3000 Gems zusammen. Über 3000 habe ich von den Dingen zusammen. Da habe ich ganz schön lange für gespart jetzt, ja. So. Und jetzt ist die Hayley drin. Und dann hast du hier ein Music Video Studio. Du hast Roller Disco Courtney. Du hast Big Mountain Fudge Cake. Und das ist ja die absolute Krönung dieses Ganzen. Nochmal ein Bill Daughtry. So. Wenn ich jetzt natürlich, ich könnte jetzt natürlich sagen, scheiß drauf, ich will trotzdem den Dr. Zoidberg haben, ja? Aber weiß ich, ob da auch ein Bill Daughtry zum Beispiel mit drin ist? Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, was will der das Ding jetzt nur wegen Bill Daughtry holen? Natürlich nicht, aber ey, der fehlt mir halt noch. Also ich meine, ich habe ihn zwar, aber ich hätte ihn halt gerne zumindest mal gefused. Also einfach möchte ich den nicht bei mir im Deck drin haben, ja? Und deswegen wäre das schon nochmal, also für mich die absolute Krönung wäre, wenn ich hier so ein Music-Video-Stewie noch bekäme. Vielleicht auch zwei. die Mythic Hayley und von mir aus natürlich
absolut gerne noch ein Bild Daughtry. Dann wäre Baba glücklich, würde ich mal sagen. Und ja, das wäre der absolute Oberhammer, würde ich mal sagen, ja. Also besser ginge es meiner Meinung nach jetzt nicht mehr. So, jetzt ist lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding hier ist halt absolute Kloppe. Wir können uns ja mal gerne den Gefallen tun, ja, und können uns nochmal die Mythic Hailee nochmal reinziehen, ja, was die so, weil die ist, also die Hailee ist nicht die schlechteste, ne? So kriege ich, finde ich die gerade nicht hier. So. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken uns jetzt das Schneckchen da mal an. Ja? So, also jetzt pass auf. Wir gucken mal jetzt hier rein. So, ei, wo is it dann? Ei, wo is it dann? Ei, wo is da? Ei, 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 wo haben wir sie dann? Ei, da is it doch. So, jetzt gucken wir uns die mal an. Ne? Also, zum Beispiel. Ich mache jetzt hier mal die Mythic-Version ist, das ist, glaube ich, nicht so, wie ich das wollte. So, also wir gucken uns jetzt das Ding mal an hier. Wir haben zum Beispiel mit Jeromes Mother. Ei, wo sind dann die ganzen Mythics? So, jetzt gehen wir mal runter, gehen wir mal da runter. Ei, wo ist es dann? Ei, wo ist es dann? Haben wir bis jetzt hier nur die grüne Hailee oder was? Zum Scherbeln? What the fuck? Gibt es hier Hailee? Mythic Hailee? Okay, dann müssen wir halt so drauf gehen. Okay, Mythic Hailee. Alles klar, jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Ne? Hier haben wir Jeromes Mother zum Beispiel. Also, hier Arc Sketch, Mutilated Therapy Dose, Shakespeare, Christopher's Painting und so weiter. Und es sieht schon echt geil aus, wenn du darüber guckst. Ich meine jetzt nicht, dass die da unbekleidet da rumsteht, sondern 22 Punch, 24 Angriff, 22 Punch, 23 Angriff, 21 Punch, 25 Angriff. Ein Burger. Und da ist ja noch nicht Ende an der Latte, ja, sondern da hast du ja dann hier auch noch mit hinzu Angriffspunkte, wenn du eine Combo spielst. Also ist schon mal geil, ja. So, dann gucken wir hier, Falconer Hailee, auch mega geil. Ist zwar ein bisschen defensiv, aber mit so viel Burger, es muss ja auch zu meinem Deck passen, ne? Hier, ich habe zum Beispiel auch Animal-Karten drin, ja, passen perfekt. Zu meinem Roger beispielsweise auch, ja. So, dann hast du hier einen Burger mit Bombe und mit Bodyguard und davon nicht so wenig. Ja, so. Dann gehen wir noch mal weiter runter. Und dann kommt natürlich auch noch ein Oberklopper. Das ist die Heavy Metal Hailee. Ne? Und das ist auch geil. Ja, und da habe ich hier mit Borax Kit, Hottie Salon, Shrimp Dress und so weiter. Free Weed Hailee, ja gut, die ist jetzt vielleicht, aber ist jetzt nicht so das Beste, aber auch nicht schlecht. Ja? Hijack hast du mit dabei. So, dann haben wir alter Vater, Brainwashed Hailee, zieht euch das Ding rein. Du hast Craze, du hast Punch, ja. Und auch da, ich hab ja die Snot Rocket zum Beispiel und Brian the Home Invader. Weil ich die, oder hier Fashion Wrestling, weil ich die ganz gerne mit Peter beispielsweise kombiniere. Ja, und dann kommt natürlich auch da ein Oberknaller raus. Ja, also da hast du hier 45 Angriff im First Hit und dann hast du noch Grace mit hinzu. Das ist schon hier 46 mit der Arlen YMCA. Eieieiei. Gut, diese Let's Get Nuts ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Ding, aber hier auch Sportkarten, ne, mit Pool Shark. Auch cool. Ist jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt die First-Hitter-Kombo, weil mir das Ding ist, könnte es interessant werden. Softball-Player Jerome, aber das ist geil. Also hier, okay. Muss ich natürlich sagen, hier mit den Schulekarten, Corporate Training ist zwar nice, du hast Revanche, du hast Leech.
eingeschränkt motivieren, aber so, und dann haben wir hier dieses Rooftop Drunk. Da muss ich mal echt noch überlegen, da kann ich eventuell echt nochmal die Slugberg mit ins Deck reinnehmen. Ne? Oder hier Oktoberbräu. Das würde sich dann natürlich, in dem Fall, würde sich die Oktoberbräu beispielsweise ganz gut mit Haley und mit Peter vertragen. Da hätte ich nämlich hier Viking Peter mit Peter und mit der Haley die Rooftop Drunk. Das ist, So, dann haben wir hier mit den, Alter, mit den Kunstkarten. Ja, guckt, okay, guckt dir das doch mal an, was dabei rauskommt. Also ich muss tatsächlich jetzt erstmal auf den Zoidberg verzichten und werde mir als nächstes dann diese Smithic Haley Pack gönnen. Das muss einfach sein. Da geht kein Weg dran vorbei. Das Ding ist genial, sensationell, brachial, brutal. So, dann sind wir da auch schon soweit durch. Dann schauen wir uns noch hier diese... ich komme gar nicht richtig hin. Ich bin gerade so die One-Man-Box kurz an. Mit One-Man-Musical, Courtney ist der drin, der Jeff Nibbler auf der On the Roof, Nibbler auf dem Dach, Mac Griffin und Philip J. Fry. Natürlich auch eine ziemlich coole Box. Jo Leute, dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Und dann schauen wir doch mal, was haben wir denn da so Schönes? Ich muss jetzt erstmal, das habe ich noch, habe ich total vergessen, da zu gucken, was das ist. So. Da haben wir als allererstes, haben wir die, gehen wir mal rein, Naked Tug of War. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich eine geile Peter-Kombo, ne? Auch da muss ich sagen, mega geile Peter-Kombo. Und das Ding, das ist, also schauen wir uns einfach mal an. Du hast halt Revanche, ja. Du hast Revanche, dann hast du hier alle heilen, ist zwar eingeschränkt, ja, aber trotzdem. Und du hast auch noch Craze. Und wenn wir jetzt hier diesen Mythic Peter nehmen, dann hast du hier oben richtig viele Revanche. Ne? Wie du siehst, hier 26 beispielsweise mit Toxic Shock. Craze hast du ja auch noch Flag Football. Hier 27 mit Death Ball. Also das ist schon nicht schlecht, das Ding, gell? Also das ist auf jeden Fall eine geile Combo. Und die macht auf jeden Fall Spaß, ja. Das Ding lohnt sich, aber 500 Gems sind halt, wie gesagt, da hol ich mal lieber Mythic Haley dafür, gell? So, weil die Mythic Haley ist halt meiner Meinung nach besser. So, und dann muss ich ja schon wieder sparen, ne, für den Dr. Zoidberg, dass ich den irgendwann auch nochmal bekomme. Kein Weg dran vorbei. So, dann haben wir die nächste Kombo, das ist der Sketch Artist Peter. Und der sieht folgendermaßen aus. So sieht er nicht aus. Das ist das hier. Du hast einmal einen Peter, dann hast du da eine Kunstkarte. Und dann kommt da rechts ein bisschen Mauer raus und so weiter. Das ist jetzt nicht so der Oberbringer. Muss man sich nicht holen. Dann haben wir als allernächstes hier Newt Painting Bullock. Und da schauen wir uns auch den mal an. Nude Painting Bullock. Nude Painting Bullock. Wenn du Nude eingibst, kommt es auch schon. So, Nude Painting Bullock. Und ein Nude Painting Bullock ist das da. Du hast einen Bullock mit Kunstkarten. Und dann kommt da rechts was raus mit Motivieren und Cripple All. Ah, Bullock. Ist jetzt nicht so meine Lieblingskombo oder beziehungsweise Karte. So, dann haben wir als allerletztes, last but not least, haben wir noch die Heidelberg-Lieferantin oder Blueberry Delivery Girl. Und das Ding, das schauen wir uns jetzt auch noch kurz an. Blueberry Delivery Girl. So, Blueberry Delivery Girl. Und das ist das da. Da hast du hier eine Tina mit Geldkarten und dann kommt da rechts eben das raus. Du hast Cripple, du hast Leech und einen eingeschränkten Burger. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Kommentar von euch freuen. Oh, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet, dann hüppisch hier im Dreieck, Leutchen. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.